Kim de Fra zum Bäcke, also wissen Sie hier drauf, Fechenheimer Weg. Und die will 99 Brötchen. Und da sagt die Verkäuferin, 99 Brötchen? Ei, dann nehmen Sie es doch 100. Sagt die Frau, sind Sie verreckt? Wer soll den ganzen Scheiß fressen? Ein Mann mit einem riesigen Aaleschlitten wird von der Polizei angehalten. Weil das quietscht irgendwie hinten im Kofferraum. Und wie der Polizist da hinten reinguckt, sieht er 50 Pinguine. Sagt er zu dem Fahrer, ei, das geht doch nicht. Mit denen müssen sie aber sofort in den Zoo. Am nächsten Tag, der gleiche Polizist hält der gleiche Typ wie der Arm mit seinem großen Schlitten. Und sagt er, das quietscht ja schon wieder da hinten. Und wie er guckt, wieder sind die 50 Pinguine drin. All mit der Badekappe. Und der sagt er, ich hab ihnen doch gesagt, mit denen müssen sie in den Zoo. Sagt der Fahrer, ah ja, gestern waren wir im Zoo, heute gehen wir ins Schwimmbad. Ei, da waren mal reiche Leute in unserer Straße, die waren auf Urlaub. Und das hat ein Einbrecher voll abgepasst. Der ist dann immer in der Nacht da eingebrochen und dappt da im Dunkel rum und find allerhand super Zeug zum Klauen. Hat auch eine große Sack dabei und schmeißt das Zeug als rein. Auf einmal hört er da so aus der Ecke, aber von der Deck ein Geschrei. Schnuppi, Schnuppi, ein Einbrecher! Und da leuchtet seine Taschenlampe in der Ecke. Und da sitzt aber auf einer Stange ein Papagei. Und da sagt der Einbrecher, ei, wer bist denn du? Und da sagt der Papagei, ich bin der Toto Kadabi. Toto Kadabi? Ei, das ist aber ein ulkischer Name für einen Papagei. Und da sagt der Papagei, ei, ja Schnuppi ist auch ein ulkischer Name für einen Rottweiler. So. Mal gucken, was mir der Doktor gegen Durchfall gegeben hat. Wie der mir da das Abwehrmittel verschrieben hat, statt Hustensaft. Ich hab mich ja gar nicht mehr getraut zu husten. Und dann war der Husten auch fort. Aha. Nebenwirkungen. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindelgefühl, Bauchkrämpfe, ach du liebe Zeit. Übelkeit, Mundtrockenheit, Ausschlag. Ey, geh fort. Nesselsucht. Au weh, nachher sehe ich aus wie eine Streuselkuche, nur weil ich nicht dauernd auf dem Klo will. Antineurotisches Ödem, anaphylaktischer Schock, toxisch-epinymale Nekrolyse. Das verstehe ich nicht. Da musst du ja studiert haben, nur weil du Durchfall hast. Darmverschluss. Darmverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht. Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die in dieser Packungsbeilage nicht aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit. Ach so. Dann sind die da drinstehen, in Ordnung? Die nicht drinstehen? Also ich glaube, ich trinke lieber Cola und fresse ein paar Salzstängelchen. Das hat mir sonst auch immer geholfen. Aus, fertig. Also was mich auch immer nervt. Ich sitze im Kino, und es geht echt so ein Handy los. Und dann lasse ich das noch ein paar Mal klingeln. Hier ist Ihre Tipp. Stellt die Klingel auf Vibrat und dann steckt euch der Handy in den Hintern. Es ist doch eigentlich fast egal, wie flach ein Fernseher ist. Es ist immer noch ein Fernseher. Welcher Schwachkopf zahlt 5000 Euro, um für eine Wiederholung von der Lindenstraße zu gucken? Ehemalige Alkoholiker und Drogenabhängige müssen aufhören zu sagen, ich wäre fast gestoppt. Wer Krebs überlebt, wäre fast gestoppt. Ihr habt euch lediglich fast ein bisschen zu sehr amüsiert. Laut einer neuen Studie ist Impotenz vererbbar. Ja, Blödheit auch. Eure Frau, die den ganzen Tag schnascht, geschieht es ganz recht, einen Mann zu erwischen, der die ganze Nacht labert. Der Japaner hat ein Kopfkissen erfunden mit einem Männerarm zum Kuscheln. Das Kopfkissen ist wahnsinnig beliebt bei Japanerinnen. Da hätte ich auch wieder mal einen Tipp. Wer sich vorstellen will, mit einem Mann im Bett zu liegen,
braucht sich bloß ihre Taschenlampe zwischen den Arschback zu legen. Schluss mit ihrer Rocksänge, die gleichzeitig Gitarre und Mundharmonika spiele. Ich weiß, man kann das. Aber es hört sich scheiße an. Was kann eine Mundharmonika-Spieler schon kosten? Seid kasse Sparbrötchen. Dann hört sich die Musik besser an und es wird mir nicht immer gleich übel, das Theater mit anzugucken. Das ist erst einmal alles. Tschüssi. Bei dir geht's Treppe raus, nicht mehr ganz auf die Dachstub. Das ist der Weihnachtsmann und er braucht ein Badehaus. Ich bin der Weihnachtsmann und ich brauche ein Badehaus. Das habe ich gerade gesagt. Was redest du denn da? Sie müssen eben jetzt damit sich abfinden, dass es nicht mehr so weitergeht wie vorher. Und dass man eben jetzt mehr fotze und das ist eben so. Ey, wenn du dich da darüber lustig machst, da brauchen wir das auch nicht gucken. Hey, ich sag's dir doch. Der zieht alles Taschen Kakao. Alles, aber auch alles. Dass man jetzt auch nicht mehr so die Potenz hat wie vorher. Was also mal ein Riesenschwanz war, ist jetzt bloß noch ein Klapphimmelsche. Und mit dem Klapphimmelsche muss man eben auskommen und das Beste draus machen. Die Hauptsache ist doch, dass es hochgeht. Und dann ob, macht man da so ein Klappkäppchen drauf, das kaufen sie sich in der Apotheke und dann damit müssen sie auskommen. What's up, what's up? Ich weiß genau, wie das geht bei dem. Opa! Bist du gestetzt? Ei, woher dann? Seit wenn man die Gesche. Ach du liebe Zeit! Das ist ja alles verschrumpelt! Mit der Potenz, das ist mir scheißegal! Aber wenn ich jetzt beim Fotze explodieren tät, das tät mich doch stören! Das sind Edelsteine, die fallen nicht von den Bäumen. Ei, was dann? Was soll ich dann jetzt sagen? Was soll ich denn jetzt zu dem Ganzen hier sagen? Ich hab doch sowieso Krawall. Da wird sich hinterher, wenn mir durch den Kakao gezogen. Antineurotisches Ödem, anaphylaktischer Schock. Toxisch-öpinymale Nekrolyse? Verstehe ich nicht. Da musst du ja studiert haben, nur weil du einen Durchfall hast. Ich muss den Hörer umdrehen. Ich kann jetzt nicht, ich bin am Telefon. Hörer umdrehen. Ich hab dir's gesagt. Wann der dabei steppt, der Maul muss mal extra tot haaren. Ich hab mir jetzt eine Lederjacke gekauft. Wenn ich jetzt da drin fotze, kann ich da explodieren. Dampfverschluss. Dampfverschluss? Das wäre ja bei Durchfall nicht schlecht.